die Zeit rast leider. Sie haben Rhythmus angesprochen. Ich wollte eigentlich noch, ich möchte ja das Publikum auch einbeziehen, nicht nur hier ein Zwiegespräch machen, aber eines möchte ich doch noch wissen. Sie sind ja einer der ganz wenigen Drehbuchautoren, die die große Wende 89 eigentlich ja, professionell überstanden haben. Wie ist Ihnen das gelungen und wieso ist es anderen nicht gelungen? Gut, ich war lange im Beruf und das hat unter anderem auch schon zu Zeiten der gewissen Entfernung zwischen Ost und West und der geschlossenen Grenze gab es ja trotzdem Bekanntschaften und Annäherungen. Und ich hatte schon in den 80er Jahren mal einen Film mit Bernhard Wicki gemacht, also er als Regisseur. Und ich hatte in München was gemacht, natürlich mit großen Abständen eigentlich. Und aber sagen wir mal, man wusste voneinander. Und ich hatte dann bald nach der Wende, auch weil ich Leute kannte, aber nicht jetzt im Sinne von privat kannte, oder würde ich nicht sagen, aber so kollegial kannte, hatte ich ein Angebot, obgleich ich hatte habe dann aber einen Film gemacht nach einer eigenen Erzählung. Die Erzählung ist besser, muss ich sagen, als der Film war. Der Film ist aber nicht so schlecht, der läuft hier auch, Inge, April und Mai. Ich habe mir dann im gewissen Sinne geholfen, indem ich zurückgegriffen habe auf eine Erzählung, die ich hatte, die ich als Prosa hatte. Denn ich hatte durchaus das Problem und ein bisschen habe ich es bis heute, wenn man so will, dass dieser Wechsel der Paradigmen, der hat ja auch die Frage für mich enthalten, wem will ich, warum, wie, welche Geschichte erzählen in Zukunft? Weil in der DDR, das war ein kleineres Land, es war ein kleineres Publikum, es war ein Publikum, dessen Lebenslagen ich geteilt habe und dessen Filmerfahrungen ich alles in allem geteilt habe. Ich meine, es war mein Leben. Also wusste ich ungefähr die Adressaten. Nun erzählt man natürlich im Prinzip immer seine Filme der ganzen Welt, das ist schon klar. Aber man erzählt sie jedem, dem Nächsten und dem Entferntesten, idealerweise. Aber du beziehst dich ja doch letzten Endes auf eine konkrete Zeit, eine bestimmte Situation, weil ein Film, wenn er es denn schafft, trifft in einem gegebenen Moment, an einem gegebenen Ort das Lebensgefühl eines Publikums. Und das ist wunderbar. Und wenn er das schafft, dann funktioniert er an vielen Orten der Welt. Wenn er das nicht schafft, dann geht er auf einer Umlaufbahn, von der er meist nicht zurückkommt. So, also bei der Inflation, die im Filmgeschäft herrscht. Nicht? So, also ich war mir durchaus im Zweifel, was kann ich wem wie in Zukunft erzählen. Und so habe ich diesen einen Film erstmal gemacht, der ein Rückgriff war auf das Kriegsende, auf Dinge, die mich beschäftigt haben. Dann habe ich einen Film, dann traf ich Schlöndorff, den ich auch kannte. Und wir haben dann diesen Film gemacht, der davon handelte, dass ein Teil der RAF-Leute in der DDR versteckt gelebt hatten. Und wir dachten, das hat vielleicht mit der deutschen Lage und mit dem Umbruch des Jahrhunderts und mit dem Gang der Geschichte auch zu tun. Es ist also, wenn man so will, durchaus ein deutsches Thema. Die ganze RAF ist, außer dass sie das große Thema des Terrorismus, der viel größer ist, als die RAF jemals war. Aber wir hatten das Gefühl, das ist ein Thema von Belang. Also hatte ich was zu tun mit dieser Geschichte. Und da war dann schon wieder ein Film da und so hat es sich ergeben. Irgendwann mal kam Andreas Dresen. Ja, dann kam erst noch Frank Beyer, mit dem ich schon zwei Filme gemacht hatte, haben wir nochmal eine Version des Hauptmann von Köpenick gemacht. Dann habe ich mit einem jungen Regisseur, der jetzt gerade einen Film gemacht hat, über Goethe in Straßburg, über den jungen Goethe, mit Philipp Stölze, einen Film gemacht. Und dann kam Andreas Dresen, ja.
Sie sagen ja, Sie seien in der gleichen poetischen Provinz zu Hause, einen sehr schönen Ausdruck. Was teilen Sie mit Andreas? Nein, wir teilen eigentlich die, ich meine, obgleich wir sehr weit auseinander sind im Alter, wir teilen denselben Ort namens DDR. Bei ihm natürlich nur in den ersten 20 Jahren seines Lebens, bei mir ist eine längere Zeit. Dann teilen wir, und wir haben nicht das Gefühl, das muss verdrängt oder vergessen werden oder das war überhaupt eine Niete im Spiel oder das war von vornherein die falsche Karte. Das war eine große Unternehmung, die gescheitert ist aus Gründen. Aber diese ganze Sache ist ja auch aus Gründen entstanden. Sie ist nicht nur aus Gründen gescheitert, sie ist auch aus Gründen auf die Welt gekommen. So, und das, jede Generation tritt in einem eigenen, in einem anderen Augenblick in die Geschäfte ein und in die Geschichte. Und du suchst dir deine Eltern nicht aus, dein Land nicht und nicht deine Zeit. Und erst wenn du das verstehst, dass du dir das nicht aussuchst, beginnen eigentlich die Freiräume, in denen man arbeitet. Weil es die Freiheit nicht gibt, es gibt Freiheiten und davon nimmt man sich so viel man kann. Und so haben wir, und Dresen war zwar viel jünger, aber er hatte einen ähnlichen Hintergrund. Und er mochte meine Filme und ich mochte seine Filme. Ganz wichtig. Oder man kann manchmal noch früher anfangen mit Beziehungen. Wir mochten ähnliche Filme nicht. Das ist eine wichtige Beziehung, die man hat. Manchmal guckst du beim Rausgehen aus einem Kino einen Menschen an und man nickt sich zu und du hast, das ist aber ein netter Mann, denkst du. Du teilst aber nur die Meinung über den Film, den du gerade gesehen hast. Also wir mochten die soziale Genauigkeit, wir mochten den Gedanken, dass man Filme über vieles machen kann, über Eisberge und große Affen und über die unendliche Welt des Verbrechens, aber dass es immer auch Filme geben sollte, die von den Leuten handeln, die im Kino sitzen, nämlich vom Alltag. Die Nachbarn, so, die Ecke. Von den Nachbarn eigentlich. So, das hatten wir beide auf verschiedene Weise gewonnen, aber das war eine gute Voraussetzung für Zusammenarbeit. Und dazu ist er ein sehr genau arbeitender Mann, der Teamwork oder Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit im Film wirklich nicht nur als Fahne hochzieht und dann den großen Zampano macht, sondern der das liebt, dass Leute mitarbeiten. Auch jetzt nicht nur Autor und Regisseur. Alle Leute arbeiten gern mit ihm, vor allem auch die Schauspieler, weil er ein Gefühl hat für die Chancen der Leute. Auf eine andere Weise als Konrad Wolf, mit dem ich Filme gemacht habe. Aber bei Dresen gilt das auch, er verführt die Leute zu ihren besseren Möglichkeiten beim Arbeiten. Geben wir den Leuten im Saal ihre Möglichkeit, ihre Chance, Fragen zu stellen. Es gibt zwei Mikrofone im Saal. Sie können bitte in diese Mikrofone ihre Frage stellen. Wenn es keine Fragen gibt, ich habe noch ganz viele, aber ich... Dort ist eine Frage. Ist eine Frage, ja. In der Mitte dort. Ich würde gerne nochmal nachfragen zu Ihrem Verhältnis zur DDR, da Sie ja bis zum Ende da geblieben sind, nehme ich an, dass das Verhältnis zwar wahrscheinlich ein kritisches, aber kein absolut ablehnendes war. Das habe ich auch dem entnommen, was Sie gerade gesagt haben. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie Sie dann den Umbruch, die Wende und die Wiedervereinigung und so weiter erlebt haben, was das für Sie bedeutet hat und wie das auch in Ihr Filmschaffen eingeflossen ist. Auch im Hinblick auf die Sache, die Sie eben gesagt haben, dass es ja gute Gründe dafür gab, dass es den Sozialismus gab, dass es gute Gründe dafür gab, dass es gescheitert ist. Und jetzt ist ein bisschen meine Frage, geht in die Richtung, wie lässt sich das in so einer Poetik, wo man die kleinen Leute und so weiter beobachtet, zum Ausdruck bringen, was ja teilweise größere Veränderungen sind, bei denen die kleinen Leute das zwar miterleben, aber nicht unbedingt diejenigen sind oder
die Frage ist, kann man darüber auch solche Strukturverschiebungen erzählen und erkennen? Und ist das was, was Sie reizt oder ist das was, was Sie eigentlich nicht interessiert? Das sind jetzt eigentlich mehrere Fragen in einer, aber vielleicht können Sie dazu trotzdem was sagen. Ja, ja. Gut, also mal, wie habe ich das miterlebt? Ich meine, so ist Politik offensichtlich oder so funktioniert Geschichte. Es hatte ja eine ungeheure Beschleunigung plötzlich Ende der 80er Jahre, die, glaube ich, die wenigsten Leute vorhergesehen haben. Nicht die Leute, die da lebten, aber auch die Leute drumherum, auch die Leute, die die Politik dann bestimmten, waren überrascht von der Geschwindigkeit. Und da kam ja eine zunehmende Zahl von Widersprüchen im Land mit einer internationalen Konstellation zusammen. Also darüber ist inzwischen viel geredet und geschrieben worden. Das war sehr überraschend. Irgendwo hatte man das Gefühl, das Ganze ist in einem Gleitflug. Aber den Absturz hat niemand in dem Sinne kommen gesehen. Sie sagen, ich bin da nie weggegangen. Ich wollte da eigentlich nicht weggehen, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte mir meinen Platz, den ich dort hatte, aber auch meine Sicht auf die Verhältnisse, Sie haben es eben ganz gut beschrieben, es war also eine kritische Sicht, aber es war keine dissidente Sicht auf die Verhältnisse. Ich wollte mir diesen Platz auch von niemand bestreiten lassen, auch nicht von der Politik. Und das andere, mein anderer Gedanke, ich war alles in allem, und das hat nicht nur eine politische Dimension, ich war gerne zu Hause, wenn ich das Wort zu Hause mal gebrauche. Und ich denke, man schreibt am besten über Dinge, die man ein bisschen besser kennt, als sie jeder kennt. Also die Vorstellung, ich gehe jetzt nach Hamburg und worüber mache ich dann Filme? Ich kannte ja genug Kollegen, also es war nicht die Frage, da irgendwann hinzugehen oder da zu bleiben, es war kein technisches Problem. Aber ich dachte, welche Kompetenz habe ich eigentlich? Ich bleibe in der deutschen Sprache, das ist ja noch ganz angenehm, also es wäre eine Art von Halbausreise gewesen in dem Sinne, aber welche Filme erzähle ich? Ich wusste, welche Filme meine Kollegen machen, die mich in unterschiedlichem Maße berührt oder interessiert haben. Man hatte ja Kontakt, aber ich hatte das Gefühl, ich gehöre dorthin und ich bleibe dorthin und ich begleite diese Realität. Und diese Realität ist letzten Endes auch der größere Teil meines Lebens gewesen.